Wir fahren jetzt auf direkten Wege zum Schrottplatz und zerstören dieses Auto komplett. Oh, das ist geil, Digga. Das ist Premium. Ja, sehr, sehr Premium. Aber das Ding ist, heute Sonntag und Schrottplatz hat zu. Fahren wir dann hin? Zum Schrottplatz. Die Polizei, da vorne, wir müssen genau da lang. Ey, du Dreckiger, what the fuck, holy shit. Wäre ich nur reingefahren, das würde auf jeden Fall mehr Klicks geben. Ne, Junge. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit komplett auf uns gezogen, die Polizei, Alter. Oh. Ich will mal im Rückspiel gucken, aber... Der Rückspiel liegt auf dem Boden, den kannst du wieder hier dran machen, wenn du Bock hast. Ich mach jetzt den Tuning. Ja, mach mal. Oh oh, oh oh, die Polizei, nein, nicht hinter uns, Bruder, da, was machen wir denn jetzt? Ich hab ne scheiß Maske an, wenn die jetzt rüber gucken, werden die uns 100% rausziehen. Ich hab keinen Spiegel, ich hab nichts, wir werden uns genau jetzt hier hinstellen. Du. Was ist hinter dem? Oh, nicht gucken, guck dir doch nicht an, Digga. Bruder, die ja, ich hab sie abgehangen. Voila. Oh, wir müssen jetzt hier irgendwo reinfahren. Wieso geht's hier nicht rein? Was ist das denn? Scheiße, Junge, scheiße, wir müssen da rein. Ey, das war noch nie so. Oh, fuck, Alter, genau heute. Kann man Schülerpraktikum bei dir machen? Ja, kannst du machen, aber warte mal kurz, Bruder. Ich bin gerade komplett im Stress. Scheiße, Junge, wie komme ich denn jetzt da hin? Ja, wie laut ist das denn hier? Verdammt nochmal, warte mal. Das ganze Ding bewegt sich. Das ist einfach alles aus Pappe. Katastrophe. Und Chavo, machst du noch Unterschrift drauf? Kann ich gerne machen, ja. Wenn du willst, ich hänge den in mein Zimmer auf, ne? Ja, das kann ich gerne machen. Mach ich, du weißt, wie meine Unterschriften aussehen. Ich kack dir da drauf und das gilt dann als Unterschrift bei mir. Das ist wertsteigern. Ja, kannst du direkt verkaufen. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo dieser scheiß Schrottplatz ist. Dreck! Voila! Dein ist auch total schief, Digga. Ist okay, ist alles okay. Beruhig dich. Ist alles okay. Geht los, Alex, geht los. Ich hab mich selber angehobt. Ich muss jetzt hier nach rechts. Junge, kommt dein Auto, ich seh nichts. Kannst du wieder mal gucken? Das Ding ist, die Leute werden safe die Polizei rufen, weil die denken, dass wir gleich irgendwas ausrauben. Und da vorne ist eine Tankstelle. Passt also perfekt. Vielleicht machen wir das auch. Du bist eh minderjährig. Ja. Dir kann nichts passieren. Ich lande gerne in den Knast, weil da muss ich keine Videos mehr schneiden und drehen. 3 warme Mahlzeiten. Playstation, wenn man sich gut benimmt. Hä? Ey, geht's hier rein oder was? Oh ja, krass. Oh, diesen Weg kenne ich gar nicht. Dank dir kenne ich jetzt auch diesen Weg. Oh, mal gucken jetzt, ob der Schrottplatz auf hat. Wenn nicht, dann nicht. Oh, meinst du, man kann da durchfahren? Oh, Junge. Geht das? Ich dachte, du fährst jetzt dagegen. Ich wollte da drunter fahren. Warte mal, das ist aber gut, dass das da jetzt da ist, weil... Warte kurz. Achso, ich wollte dir ja zeigen, wie man eine Handbremse hochzieht. Und du machst ja gerade deinen Führerschein. Ja. Du bist ja 17 Jahre alt, minderjährig. Darf man das wissen, dass du 17 bist? Ja. Ich zeig dir das jetzt. Viele machen ja so. Ja. Ist aber falsch. Du musst so machen. Okay. So, jetzt kannst du sie gerne auch mal runter machen. Ja. Wow, du kennst dich schon aus. Ich muss dir gar nichts mehr beibringen. Warte, ich muss lernen. Nein, du kennst dich schon aus. Du hast sie runterbekommen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet von dir. Bro, nein, was, warte. Du darfst nicht diesen Knopf hier drücken. Du musst Ach so. Perfekt. Und das machst du bitte schön auch so in der Fahrschule. Voila. Ja, du kannst gerne aussteigen. Warte, ich helfe dir, Bro, warte. Warte, mein Sohn, warte. Bevor ich dir aber helfe, werde ich erstmal diesen Spiegel hier abkicken. Ah, mein Auge. So, es hat ja wunderdreckig geklappt. Bro, irgendwie geht die Tür nicht auf. Ja, es tut mir überhaupt nicht leid. Danke für nix. Bro, bitte nicht fahren. Du machst dich damit strafbar. Und ich habe zwar Bock auf den Knast, aber nicht heute. Ey, wo habe ich mein Zerstörungswerkzeug? Sag nicht, ich habe jetzt alles vergessen. Oh nein, mein Zerstörungswerkzeug ist im Golf. Scheiße, ich habe alles vergessen, Bro. Wow, Digga. Du kannst, kein Problem, es hält dich, ja. Safe? Safe. Ist doch ein Thumbnail, oder nicht? Willst du ein Thumbnail machen? Willst du auch Insta? Ihr müsst mit Dobby kein Thumbnail machen. Warte. Moment! Ja, hier. Ich hab leider nichts. Hast du gar nichts dabei? Nein. Halt's Maul. Ich schwör's dir, ich hab alles vergessen. Das ist alles im Drecksgolf. Wir müssen nur jetzt hier irgendwie improvisieren. Oh, doch! Oh, nee. Oh, Junge! Das waren die Überraschungen. Wir machen Auto-MPD. Fahrradlenker. Was war das hier? Ja, das war was zu trinken. Oh. Willkommen bei Chavo. Digga, ich dachte, das wären meine Sachen. Es tut mir überhaupt nicht leid, dass das jetzt passiert ist. Feuerzeug hast du auch dabei? Rauchst du etwa? Nein, wir zünden hier. Mein Kumpel wollte ein Video sein. Wir müssen die Autogrammkarte von ihm anzünden. Ah, perfekt, das machen wir direkt. Autogrammkarte von? Von dir? Nee, das ist von einem Kumpel. Wie von einem Kumpel? Macht der auch YouTube? Ja, das ist, der heißt... Nein, wir werden ihn hier nicht Dings geben, Werbung. Nein. War nur Spaß. Fabio Wittmer, sein Bruder. Ah, Fabio Wittmer, sein Bruder, okay. Ja. Der heißt... Ey, chill. Wie heißt der, Bro?
Wernze? Ja, Wernze, genau. Wernze, warte, ich mach seine Karte kaputt. Boah, es brennt echt gut. Und jetzt das Auto werfen und den Benzintank. Ja, okay. Wo ist der Tank? Wohin, mein Sohnemann? Bleib doch oben. Ey, ich verstehe es nicht. Wieso gehen die Türen nicht auf? Was ist das, Bro? Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Was ist das? Bruder, das ist Fahrradlenker. Ich dachte mir, du bist heute Chavo MTB. Und dann kleben wir den mit Klebeband ans Lenkrad. Dann musst du damit lenken. Darf ich damit alles machen? Ja. WTF. Achtung, Augen zu. Was? Was? Ey, das ist mir noch nie passiert. Ich bin alt geworden. Oh, Ruhe. Oh. Ey, warte, ich bin auch so. Bro, wir müssen nach Hause gehen. Wir müssen nach Hause. Was ist das denn? Das kann doch nicht sein. Voila. Warte, Bratte, steig mal ein. Steig mal ein. Doch, geht. Ich habe alles hier repariert. Nimm deine Jacke. Ich glaube, der Startplatz hat offen. Und wir können jetzt fragen, ob wir das Fahrzeug da drinnen zerstören dürfen. Das wäre richtig nice. Wie viel Uhr haben wir? 10 Uhr. Scheiße, Alter, einfach zu. Aber wieso ist das Licht da an? Uhrzeit sagt? Gar nichts. Dreck! Sonntag zu. So, halte ich fest. Wir versuchen jetzt bei 50 km/h. Nein, wir versuchen jetzt bei 80 km/h in den ersten Gang zu schalten. Es kann passieren, dass wir dabei drauf gehen. Mhm. Aber dieses Risiko nehmen wir auf uns, weil wir. Genau, weil wir dadurch Klicks machen. Ich sehe, du kennst dich aus. Deswegen liebe ich es, mit anderen YouTubern zu drehen, die genauso klickgeil sind wie ich. So. Oh, Junge. Ja. Er ist einfach Michael. Ey, nichts passiert oder was? Hä? Geil, Alter. Nichts passiert. Du bist ja Driftmaster. Ja, habe ich bei Romeo gelernt. Im Paradies. Ich hoffe, die Videos hast du nicht geschaut. Bist du eigentlich auch mit dem Quad gedriftet oder? Quad? Ja, in Dings. Du weißt doch, als du da in Bosnien warst oder so. Ah, ja, Mann. Ja, Mann, ich erinnere mich. Das war vor 10 Jahren. Ja. Das habe ich auch gemacht. Ich konnte das Ding erstmal gar nicht fahren. Voila. Wir brauchen einen Stein, Bruder. Einen dreckigen Stein. Einfach Zerstörungswerkzeug vergessen. Junge, der Profi ist... Aber ist das denn, kann man das noch holen, irgendwie auf die Schnelle? Nein, das ist sehr, sehr weit weg. Wir sind in Offenbach. Und da, wo der Golf steht, Bruder, das ist sehr, sehr weit weg. Fast so weit weg wie Berlin. Aber egal, wir werden hier improvisieren. Ja, wie soll ich hier improvisieren, wenn ich nicht mal die Tür hier aufbekomme? Warte, Bro. Darf man die Tür abbrechen? Ja, du darfst machen, was du willst, Junge. Während du das machst, werde ich hier Akkutausch machen. Tja, bin ich wieder. Wir machen Challenge. Oder willst du erstmal was anderes machen? Wolltest du tunen oder was? Ja, ich wollte tunen machen jetzt. Ja, dann mach. Dann machen wir später die Challenge. Der Lenker ist doch da irgendwo weggeflogen oder haben wir den wieder reingemacht? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, der ist weggeflogen, ja. Was ist heute los? Ah, der Bob, ins Bobica. Das Bobica, Junge. Warte, ich muss Dings machen. Insta-Foto. Insta-Foto mit dem Bobica. Gegens Auto schießen. Ah, du meinst, wenn das Fenster offen ist? Wie süß. Das mache ich eigentlich normalerweise mit Steinen. Oha. Fabio Wippmer, Profi. Profi-Fußballer. Man kann dieses Fenster nicht aufmachen. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Okay. Wer es schafft, ins Fenster reinzuschießen. Ja, wir können es eigentlich schon wieder vergessen. Bro. So, ich fange an. Ja. Wer es schafft, diesen Drecksball, der gar keiner ist, Bro, das ist ein Volleyball, ist ein Fußball oder Volleyball? Nee, ist ein Fußball. Wer es schafft, dieses Fenster zu treffen oder beziehungsweise ins Fenster, der darf anschließend ein Fenster mit einem Stein kaputt machen. Bruder, ich werde direkt treffen, ich weiß das. Jeder hat 3 Versuche. Voila! Oha, der war knapp. Bobica zählt auch. Fenster oder Bobica? Ist das Merch von dir? Was meinst du? Hast du Merch an? Aber ich habe Merch an. Ah! Nein, kennt keiner. Ich habe den angezogen, weil ich nichts anderes habe, Bruder. Der kommt irgendwann mal im Februar jetzt. Ja, der war knapp. Einmal noch. Okay, der erste Passant kommt mit seinem Fahrrad. Bro, Entschuldigung. Der hat Angst um sein Leben, Bro. Ich hätte ihn mitmachen lassen. Ja, diese Masken machen schon einen sehr gefährlichen Eindruck. So, Junge, so ist jetzt. Digga, falsches Fenster. Komm, letzte Chance. Treffen wir bitte für die Klicks. Mach's für die Klicks. Mach. Und wenn nicht für die Klicks, dann für die Chicks. Für die Millionen, Digga. Soll ich aufs Bobica zielen oder aufs Fenster? Egal, beides geht. Oh. Ich muss es noch einmal machen, der Ehrgeiz, weißt du? Voila! Ich zeig dir das jetzt, ja? Ungefähr so. Also überhaupt nicht so.